Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder direkt im Anschluss. New technology has been researched. Echt jetzt? Schon fertig? Achso, genau, ich habe ja die Reticula, Research will also von den progress Aliens, das faster. erforscht. A member of your team has finished training. A new item has been produced. Gut zu wissen. New Items. Training, Training, Training. Kannst du jetzt auch einen Anzug anziehen, oder? Ja, kannst du, passt. Ist gut. Ausrüstung. Waffen. Nee, nicht Alien-Waffen. Menschliche Waffen will ich. Ganz viel Munition. Und. Ah, nee, das ist. Da warte ich, bis ich einen größeren Anzug habe. Ja, genau, das habe ich ja auch noch. Könnte ich ausrüsten? Dann habe ich eine verstärkte Waffe. Das ist halt auch mal ganz gut. Und Personal. Drones train from Willenskraft fear to defend from übernatürlich. people. They are repaired with spare parts and upgraded by electronic enhancements. Gut zu wissen. Geistige Kraft mal ein bisschen steigern. Nahkampftraining. Weiß ich eigentlich nicht, was ich da so viel bringen soll. Tierwesen, Anatomie. Ah, jetzt kann ich das erforschen. Dauert 2 Tage. Mache ich gleich mal. Das, ich glaube, das erforsche ich überall. Oh, da dauert es 3 Tage. Geht nicht. Na gut. Du kannst du noch. Tierwesen, Anatomie kannst du auch noch. Auch Tierwesen, Anatomie, damit mal mehr Damage rausgehauen wird. Lass mal die Nacht durchrennen. Our territory has been invaded. When browsing through the Martian archives, we stumbled on the most amazing fact. The Martians are still alive. Somewhere out in space? No, right here on Mars. They did not disappear. Instead, they used their technologies to place themselves into a similar state of sleep to our people in the mausoleum. I meant the cryogenic monument. Okay, so we just need to find them and wake them up? I am afraid that won't be necessary. Setting off the automatic defense system started the awakening process already. Any time now, Martians will appear somewhere around that large crater in the southern hemisphere. It is not clear if they will be friendly or not. We should try to contact them as soon as possible, just to be sure. We have discovered and explored new Oh, verdammt, die Marsianer sind da. Ja, das ist jetzt ein Problem. Man kann mit den Marsianern zwar also in Kontakt treten, Diplomatie, aber erst nachdem ich also ihre Sprache erforscht habe. Also, solange ich nicht weiß, wie ihre Sprache ist, kann ich nichts machen. Und, verdammt. Kümmere ich mich zuerst mal um dieses We Gebiet. can attack new territory. Ich werde schon wieder anbauen, dass ich so schnell wie möglich die marsianische Archive ein bisschen erforsche, damit ich mit denen in Kontakt treten kann und sie nicht auf die Idee kommen, mich zu vernichten. Weil die Marsianer sind leider I need Gottes them. sehr, sehr durchschlagskräftig, sehr stark also. Und eine falsche Entscheidung und die würden mich einfach auslöschen. Okay. Ah, verdammt. Ah, wie mache ich das denn? Alles mal darauf. Ready, sir. Ihr geht darüber. Here, Commander. Absolutely. Beeilt euch. Enemy spotted. Da ist so einer. Willst du mich verarschen? Noch so ein Vieh. So, Türe auf. Alles rein. Ah, du erschießt das Vieh mal. Ja. Ah Gott, die Kugel. Verdammt. Okay, wie mache ich das denn? Yes, sir.
Du gehst mit rein auf die andere Seite. Du gehst dann mal darauf. Und du stellst dich mal dahin. Und was zum... Warum gehst du da ganz rüber? Bist du behindert? Ah, verdammt nochmal. Ich zieh mich mal ein bisschen nach hinten. Kannst du da irgendwas treffen? Obwohl, stell dich mal dahin, mal gucken, ob du da rausschießen kannst. Hoffentlich halt. So, zwar mehr schlecht als recht, aber egal. Besser als gar nichts. Ah Gott, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen mit der neuen Aufstellung. Du ziehst dich mal zurück. Und du magst dich mal da... Ja, ja. Ach, beeil durch, beeil durch. Du stellst dich mal dahin. Ja, rein da. So, ein bisschen Platz machen. Du stellst dich da rein. Und du knallst mal auf das blöde Viech da. Ja, Sektor ist mein, du mich auch. Okay. Ah, beeil dich, du blöder. Oh oh. Der Alien-Ball wird mir gleich zum Verhängnis, wenn ich mich nicht bewege. Was zum... Warum Nonsens? Weg da. Ich bin gerade am Überlegen, kann der Alien-Ball die Tür eigentlich aufmachen oder war es so, dass der das nicht konnte? Ist jetzt interessant zu wissen. Na ja, gut. Die schicke ich mal da raus. Ja. Okay, du kannst jetzt eh nichts tun. Was ist mit dir? Triffst du irgendwas? Nee. Ja. Ich hab ganz eigene Probleme. Jetzt muss ich erstmal umrüsten. Ah, verdammt nochmal. Schnell heilen. Bevor es mir weh tut. Du stellst dich mal dahin. Was zum... Warum bist du noch da unten? Das bemerke ich zuerst. Ups, das könnte sehr schlecht für die Gesundheit von der Samantha sein. Sektor's mine. Gut zu wissen. Yes, sir. Er trifft eh nichts. I read you, sir. No problem. So, knall mal das Feed ab. Du? Hast kein Schussfeld, verdammt. Stell dich mal dahin. Und knall das Vieh ab. Ach, gut. Problem weniger. Du beeilst dich und gehst mal darauf. So, das wäre auch erledigt. Beeilt euch. Ja, verdammt, sind da viele Feinde schon wieder. No problem. Fertig. Viele, viele Feinde. Viele, viele Drecksfeinde. Ah, komm schon. Ich habe einen neuen Plan. Du ziehst dich zurück. Du stellst dich dann auch da rein. Und du
sagst Hallo zu jedem, der was rein will. Ist doch ein guter Plan. Okay, das hätten wir auch mal jemand sagen können, dass die jetzt gerade reinkommen. Verdammte Kamera. So. Du triffst natürlich von da nichts. Okay, du hast den über den Haufen geschossen, das ist gut. Du kannst auch mal davon nach vorne schießen und du stellst dich mal da dazwischen. Ja, lol, die treffen mich. Lol, willst du mich verarschen? Wenn die Kamera sich nicht die ganze Zeit eindrehen würde. Das nervt schon langsam. So. Ihr trifft auch nichts. Du kannst mal da ein bisschen rüberheilen. Mach die Tür zu. Und du schießt auf das blöde Kugelteil. Na, wenn du was treffen würdest. So, zieh dich wieder zurück. Oder? Nee, bessere Idee. Du stellst dich da hin und schießt auf alles, was darauf will. Also rüber will. Du kannst jetzt... Triffst du was? Nee, triffst nichts. Ja, ich hasse diese Aliens. Okay, ihr trefft dann hoffentlich alles. Nur nicht euch selbst. Das wäre sehr angenehm, wenn ihr euch nicht selbst über den Haufen schießt. Du hast keine Freisicht. Ah, verdammt nochmal. So, das wäre auch erledigt. Ja, dich lasse ich mal da stehen. Obwohl ich glaube, sie hat ein besseres besseren Schussskill als er. Also dann stelle ich ihn nochmal da hin. Und lass sie dann dafür zum Fenster gehen. Das bringt sich, glaube ich, mehr. Ja, gut zu wissen. Ohne Scharfschützengewehr. So, dich schicke ich mal wieder dahin. Du darfst mal von da oben wieder runterballern. Weil es so schön ist. Dann nochmal. Geh wieder zurück. Nicht das. Aus, böse. Ja. Keiner trifft irgendwas, oder wie? So müsste es gehen. Wenn ich euch. Warum negativ? Einmal dahin und einmal dahin. Das müsste normalerweise schon gehen. Dann hast du auch ein Schussfeld. Du hast dann auch ein Schussfeld. Die schicke ich schön in die Mitte rein. Und solange ihr euch nicht gegenseitig über den Haufen schießt, ist alles gut. Okay, das blöde Team muss auch sterben. So, einer weniger. Auch mal alles wieder dahin schießen. Da kommt ihr nicht drauf, ihr Arschlöcher. Lieber mal auf das, was steht. Das bringt jetzt mal mehr. Na, ihr könnt sowieso nichts machen. Bis jetzt halte ich mich noch halbwegs gut. Das ist schon mal gut. Und ja, geschafft. Gott sei Dank. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas Neues auch noch dabei sind, weil die Viecher sich teilweise raufgeheilt haben. Aber nee, anscheinend nicht. Wow. Prollkadaver. Cool. Wurmkadaver. Ja, habe ich schon genügend. Da. So. Und zerstöre Objekt, geschätzte Strahlenbelastung. Schlüssel da.
Energiezufuhr, Lamling ist der Schlüssel dazu, ist gut zu wissen. Da muss ich aber schnell umrüsten, Ausrüstung. Dann nehme ich dich, hau das raus und gebe dir dafür einen Rocket Launcher mit Raketen. Dann hast du schön was zum Kabum machen. A new item has been produced. Gut zu wissen. So, und jetzt kann ich so ein verdammtes Tor schließen. Das ist direkt da drüben. Okay. Da weiß ich schon, was ich mache. Yes, sir. Dich hau ich gleich mal um zum Raketenwerfer. I read you, sir. No problem. Yes. Dich stelle ich dahin. Dich dahin. I read you, sir. Dich dahin. Here, Commander. Dich dahin. Ready, dich sir. Dahin. Und ready, mit sir. Dir laufe ich schnurstracks gerade dahin und knall das Teil über den Haufen. Ja, und du bleibst da hinten. Yes, sir. Warte. Ja, ja. I change my plan. Any orders? Underway. Es? Nee, 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 nicht du. No problem. Ready, dich wollte ich ja. Moving, sir. Beeil dich und knall das. Ja, das ist gut am, zu wissen. Sir. Oh oh. What you wish. What's next? Jetzt taucht das Teil gleich am Anfang auf, das ist uncool. Engaging. I have visual. Echt jetzt. Engaging enemy. Something's out there. Yes, sir. Schlecht, schlecht, schlecht. Dann gehst du, darüber. Ach, komm schon, willst du mich verarschen? Geh da auch darüber. Du gehst mal ein bisschen darunter. Ah ja, knall den Wurm ab. Was zum... Nicht du. So. Ah, verdammt nochmal, also hin und wieder. Stellt sich das Spiel direkt blöder, als es ist. Knall du den Wurm nieder. Ah, Stürmer. Willst du mich verarschen? Moving, sir. Was? Wie kann man so... Ich pack's nicht. Ready, sir. So, ihr bewegt euch mal darunter. I'm under attack. Awaiting orders. Dir gebe ich mal einen Bewegungsbefehl darüber. Während ihr schaut, dass ihr mal auf das Viehzeug da schießt. Ah, verdammt. Kannst du von da schon schießen? Engaging enemy. I read you, sir. Moving out now. Gut zu wissen. Sector is mine. Ready, sir. Heading out. Beweg dich. Du änderst mal deine Ausrüstung. Ah, verdammt noch mal. So, du heilst mal. Yes, sir. Beeil dich. Ja. Schieß. No problem. What you wish. Du schießt auch mal. Ready, sir. Ja, beeil dich. Ja, gut zu wissen. Und du schieß auf das Teil und triff auch. Was zum... Also, da liegt sie. Ups. Schieß mal auf das komische Spinnenvieh, was gerade meine Ulga da zerfrisst. Yes, sir.
nochmal schießen. Go to hell, scum. I'm in position, sir. Bang, bang. Under fire. Waiting for orders. Ready, sir. Willst du mich verarschen? Das Teil lebt immer noch. Radio, amigo. So, du bewegst dich mal darüber. Here I am, sir. Sir, sector is mine. Yes, sir. I changed my plan. Moving, sir. Verdammter Wurm. Awaiting order. Ja. Die schicke ich auch mal darauf. Yes. Du kannst die wichtigste Person in meinem Plan heilen, bevor du scheiß Wurm stirbst. Yes, sir. So. Drüber da mit dir. Du hältst sie mal, während sie weggeht. Ready, sir. Ja, aber diesmal sollte es dann funktionieren. Moving, sonst muss ich zum C4 greifen. Waiting for orders. Ah, so. Weg mit dem Teil. Und? Sag mal, willst du mich verarschen? So. Waiting for orders. Target acquired. Das Teil hält her, das ist nicht mehr normal. Na gut, neuer Plan. Rüber da. Du hast das C4, du gehst da mal drauf. Okay, alles wieder zurück. Ready, sir. So. I'm in position, sir. Ja, ich weiß. I go for. Rüber da. Verdammt hält das Teil her. Ich glaube, wenn man sie endgültig zerstört, dann braucht man einfach mehrere. So. Sir, sector is mine. Sure thing. Bombe legen. Ja. I'm here. Der ist mir jetzt mal wichtiger. I'm in position, sir. Und ich sag mal weg da. I go forth. Ich frag mich gerade, wie ist das eigentlich jetzt da mit dem Zeitsünder? Gut. So. Jetzt wird das erledigt. Euch schicke ich alle mal zum Abholpunkt rein. Na gut, also man muss das wirklich mit C4 machen und das geht nicht irgendwie mit Raketenwerfer. Schade irgendwie, aber. Jetzt weiß ich wenigstens das auch. Ich habe es ein bisschen anders. Da es gab auch noch eine andere Mission, wo man das Teil nur kurzzeitig beschädigen muss. Aber ja. War schon wieder voll überzogen. Na gut, damit beende ich auch schon wieder diese Folge mit dem zerstörten Warp-Punkt. Das ist wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Let's Play UFO Afterlight. Bis dann, Leute!